Mit dem Young Talent Summer Program wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass alle Facetten des Arbeitslebens kennenlernen. In dem speziellen Praktikum lernen sie die Industrieanwendungen in der Robotik kennen und können spielerisch industrienahe Anwendungen umsetzen. Also die Aufgabenstellung für meine Gruppe war es, ein Müllespiel zu programmieren, welches auf dem Bedienpanel des Roboters spielbar ist und auch abgebildet ist. Und der dazugehörige Roboter führt dann die Züge der einzelnen Spieler parallel auf einem echten Mühleboard aus. Wir haben in der ersten Woche eine kurze Einführung bekommen zu den ganzen verschiedenen Robotern, die es gibt. Und dort auch direkt anderen Robotern schon probiert, an den Bedienpanel die Roboter zu programmieren. Und in den restlichen 3 Wochen war dann jeder an einem speziellen Roboter, wo wir dann genauere und schwierigere Aufgaben bekommen haben. Also meine Gruppe hat die Aufgabe gehabt, dass wir das Spiel Dots & Boxes ausprogrammieren. In der Praxis findet das bei Spritzgussmaschinen Einsatz, wo man eben die Teile dann entnimmt, nachdem sie gefertigt worden sind. Ja, es war auf jeden Fall sehr lehrreich. Also ich habe schon ein bisschen Robotik-Vorwissen gehabt von der Schule. Aber es ist dann ganz was anderes, wenn man dann wirklich da im Kabellabor herinnen steht und eben 4 Wochen mit verschiedensten Industrierobotern arbeiten tut. Die KEBA Robotiklösung umfasst eine Steuerung und die dazugehörige Software, um verschiedenste Mechaniken oder Roboter zu steuern. Diese Roboter finden dann Anwendung in den verschiedensten Industriezweigen, wie zum Beispiel die Verpackungsindustrie, aber auch die Metallverarbeitungsindustrie.